Viele Menschen wünschen sich mehr beruflichen und oder finanziellen Erfolg. Und die meisten fragen sich, wie sie mehr Geld, also finanzielle Energie, in ihr Leben ziehen können. Gleiches zieht Gleiches an. Das gilt hier ebenso wie in anderen Lebensbereichen auch. Wünschst du dir mehr Geld, weil du dich für arm hältst, oder möchtest du mehr Geld, weil Geld für dich mehr Wahlmöglichkeiten und persönliche Freiheit bedeutet? Wenn du jetzt einmal an deine finanzielle Situation denkst, wie fühlst du dich dabei? Klopft dein Herz vor Freude oder sackt es eher in die Hose und schlägt dir von dort angstvoll bis zum Hals entgegen? Die Summe deiner Gedanken und Gefühle zum Thema Geld sind es, die bestimmen, was du noch mehr anziehst. Fülle oder Mangel? Beobachte einmal eine ganze Woche lang jeden Tag deine Gedanken und Gefühle zum Thema Geld. Wie fühlst du dich, wenn du eine Rechnung bezahlst? Bist du froh und dankbar, dass du sie bezahlen kannst? Oder ärgerst du dich darüber, dass du schon wieder Geld ausgegeben hast? Bezahlst du überhaupt noch mit Bargeld? Oder geht bei dir alles nur noch digital über die Bühne? Dann hier ein wichtiger Tipp. Mach es dir zur Angewohnheit, immer etwas Bargeld, am besten zwischen 50 und 100 Euro, in deinem Portemonnaie zu haben. Und bezahle, so oft es geht, mit Bargeld. Dies hat zweierlei Gründe. Erstens, der Blick auf die Scheine in deinem Portemonnaie gibt dir ein Gefühl von Reichtum, also ein positives Gefühl. Mit ein paar Scheinen in der Tasche, wie es so schön heißt, fühlst du dich sicherer und auch deine Gedanken dürfen dann eher positiver Natur sein. Zweitens, wenn du bar bezahlst, kannst du viel besser eine echte Beziehung zu deinem Geld aufbauen, als wenn alles nur kontaktlos über die Bühne geht. Eine Beziehung zu Geld aufbauen? Bei diesem Gedanken ziehen viele Menschen schon erstaunt die Augenbrauen hoch. Doch Geld ist nichts anderes als manifestierte Energie. Bevor Geld bei dir landet, hast du in irgendeiner Form deine Energie in ein Projekt investiert, ob durch Arbeit, Lottospielen oder selbst als Empfänger von Sozialleistungen, musstest du Energie investieren, die dann in Geld als eine manifeste Form von Energie umgewandelt wurde. Du unterstützt diesen Umwandlungsprozess, indem du beispielsweise Geld in Kartoffeln oder Strom, also eine Form der Energie, in eine andere umtauscht. Geld ist also weder gut noch schlecht, es ist einfach nur nützlich, je nachdem, was du damit machst. Doch Energie, ob in Form von Geld, Wasser oder auch Kartoffeln, weist jeweils eine bestimmte Ladung oder Schwingung auf, so wie auch du ständig Energiewellen positiver oder negativer Natur aussendest. Der erste Schritt auf dem Weg zu mehr finanziellem Erfolg besteht also darin, dein Geld positiv aufzuladen. Mit freundlichen Affirmationen, Gefühlen und Gedanken. Also Danke sagen, wenn du deine nächste Rechnung begleichst. Bedanke dich beim Universum dafür, dass dir diese Energie zur Verfügung steht und bitte um Ideen, diese Energie erfolgreich vermehren zu können. Es geht nicht darum, dass es Geldscheine vom Himmel regnet. Das wäre in der Tat eher unrealistisch. Es geht vielmehr darum, dass du eine Möglichkeit findest, deinen Geldsegen selbstständig vermehren zu können. Das Universum wird dir also nicht alle Verantwortung aus der Hand nehmen. Im Gegenteil. Es offenbart dir Möglichkeiten, aus dem, was du hast, mehr zu machen.
solange es deinem Wohlergehen dient. Mit einer ablehnenden Haltung dem Thema Geld gegenüber wirst du auf diesem Auge jedoch blind sein und all die wunderbaren Möglichkeiten, die sich dir bieten, eher übersehen. Also, hinterfrage einmal ganz ehrlich deine Haltung dem Thema Geld gegenüber und öffne dich von nun an für die Fülle, die dir das Universum tagtäglich bietet. Und wenn du dich selbst besser kennenlernen möchtest und Transformation, Bewusstsein und Ganzwerdung erfahren möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem Online-Kurs Das Tor zur Seele ein. Alle Informationen findest du auf chakratunes.com oder du folgst einfach dem Link hier unten in der Beschreibung. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation Manifestiere Wohlstand, während du schläfst. Das ist eine intensive Meditation, die mit dem Gesetz der Anziehung arbeitet. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.